Wir schauen jetzt das aktuellste Video von Jay und Aria, denn da geht es um, da haben wir, bei denen haben wir auch seit Ewigkeit nicht mal reingeguckt, oder? Hey Oskar, bitte das. Wann haben wir denn das letzte Mal ein Jay und Aria-Video im Stream angesehen? Das muss ja 30 Jahre mindestens her sein. Da waren die meisten von euch nicht mal am Leben. Ich auch nicht. Hey Oskar, bitte das, Jay. Und das ist Aria. Zusammen sind wir Legendaria Films. Willkommen zur neuen Folge oh von yeah. Filmgeek! Weißt du, was wir lange Zeit nicht mehr gemacht haben? Filmfehler? Fast. Achso, okay. Filmfehler. Achso. Was habe ich gesagt? Filmfehler. Warum fast? Weil ich wollte dich auch verwirren, du hast mich auch verwirrt. Verstehe. Ging wie los? Krank. Starker Anfang, Kappa. 14 Jahre ist das jetzt her. Also im Jahr. Ich finde das interessant. Da unten links steht jetzt 4, aber ihr seht das nicht wegen meinem Facecam-Rand. 2006. Also, da steht 4. 2006 erschien der erste Borat-Film im Kino. Das waren noch ganz andere Zeiten. Im Jahr 2006 waren Tracks wie Hips Don't Lie von Shakira und Wyclef Jean oder Ride In von Chamillionaire die absoluten Banger. Es war gerade die Fußball-WM in Deutschland und... Warte mal, hieß der Song nicht Ride Dirty? Ride Dirty, Ride Dirty? Oder hieß er wirklich einfach nur Ride? Filme wie Ice Age 2, Fluch der Karibik 2, Cars und The Da Vinci Code waren die Filme. Außerdem Boah, würde erst starkes zwei Jahr. Jahre später Barack Obama zum 44. Präsident der USA gewählt werden. 14 Jahre später, bereits am potenziellen Ende der Präsidentschaft von Donald Trump und inmitten der Covid-19-Pandemie, kehrt Borat wieder in die USA. Im Borat-Anschluss-Movie-Film geht es im Grunde genommen darum, dass Borat frisch aus dem Gulag zurückgekehrt die Beziehung zwischen dem Kasachstan und USA verbessern soll, indem er Donald Trump ein ganz besonderes Geschenk macht. Aufgrund der Geschehnisse von vor 14 Jahren ist das leider nicht mehr möglich und daher ist es nun der Plan, sich an den Vizepräsidenten Mike Pence zu wenden. Das Geschenk, besonders geschmacksvoll, seine Tochter. Und seine Tochter Tuta ist wie Borat, sagen wir mal, etwas gewöhnungsbedürftig. Und daher bekommt der Zuschauer auch die eine oder andere extreme Vater-Tochter-Interaktion serviert. Die Szene, die wir euch heute vorstellen wollen, ist eigentlich gar nicht so extrem, spiegelt jedoch die Beziehung zwischen Vater und Tochter recht gut wider. Die beiden sind okay. im Auto unterwegs, weil Tuta die Influencerin Macy Channel kennenlernen soll, um mit ihr zu üben, wie man ein korrektes Sugar Baby wird. Also das Gegenstück zu Sugar Daddy, falls ich... Oder ich will auch einfach nur einen Filmfehler sehen. Irgendwer fragt. Auf dieser Autofahrt streckt sich Tuta aus dem Fenster und Borat versucht, sie wieder reinzuziehen. Und was sehen wir da? Ist Tuta vielleicht doch eine geheime Mitarbeiterin der CIA? Oder wie genau erklären wir uns diese technische Ausstattung an... Ah, okay, das ist interessant. Ja gut, also ich hätte das, glaube ich, nie im Leben. Hättet ihr das gesehen? Rock, wo eigentlich maximal ein Gürtel hingehört. Ist das etwa ein Aufnahmegerät? Vielleicht ist das hier gar nicht der Borat-Anschluss-Movie-Film, sondern die Borat-Anschluss... Habt ihr eigentlich generell schon mal einen Filmfehler gesehen? Also bevor ihr euch ein YouTube-Video dazu angeguckt habt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal einen gesehen habe. Ich wüsste jetzt nicht, ob ich irgendwann mal... Ja, die Sache ist, man achtet nicht drauf, aber ab und zu kommt man... Also ab und zu sieht man das ja trotzdem aus Versehen. Nee, ich glaube, ich habe noch nie einen gesehen. Ich glaube lediglich, also höchstens bei Cartoons, wenn... das halt irgendwie komisch aussah, wenn zum Beispiel ein Layer, der eigentlich hinter dem anderen Layer sein sollte, vor dem eigentlichen Layer ist. Also solche Kleinigkeiten halt. Oh nein, Borat, vielleicht ist sie gar nicht das Geschenk, sondern du. Naht! Oh, er hat mich geschenkt genannt. Im Jahr 2011 kam mit Brad Pitt und Jonah Hill ein ziemlich ungleiches Duo zusammen, um in dem Film Moneyball ein Stück US-amerikanische Baseballgeschichte zu verkörpern. Und zwar geht es in dem Film um den damals unkonventionellen Erfolg des Baseballteams Oakland Athletics aka The A's. Der Titel des Films, also Moneyball, bezieht sich auf die sogenannten Moneyball Years des Teams, eine Ära zu Beginn der 2000er Jahre. In dieser Zeit hat der damalige Coach Billy Beane, verkörpert von Brad Pitt, das Scouting seines Teams... Hat irgendjemand von euch den Film gesehen? Ich glaube, ich kenne ihn nicht. ...aufgrund finanzieller Probleme grundlegend geändert. Er wählte neue Spieler nämlich nicht nach gängigen Statistiken, Intuitionen oder offensichtlichem Talent. Nö. Ja, ich, nein, nö. Ich muss aber ehrlich gestehen, also Baseball interessiert mich jetzt nicht so krass. Ich weiß noch, in der Schulzeit haben wir mal so einen alten amerikanischen Baseballfilm gesehen und den fand ich cool. Den fand ich cool. Ich weiß zwar nicht, warum wir den in der Schule geguckt haben, aber ich weiß es auch nicht, wie der heißt, wenn ich ganz ehrlich bin. Talent. Stattdessen vertraute er auf eine Methode. Ich habe öfter mal Farbfehler in Cartoons gefunden. Same. Methode, die ihm der junge Wissenschaftler Peter Brand, verkörpert durch Jonah Hill, nahelegte. Diese Methode basiert auf sogenannten Sabermetrics.
Man kann sich das so vorstellen, dass gewisse Leute an Universitäten sich mit der Aussagekraft von bestimmten Baseball-Statistiken auseinandergesetzt haben und dadurch andere Kriterien entwickelt haben, um so die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Spielers einzuschätzen. Dadurch draftete Billy Bean Spieler, die aus herkömmlicher Sicht unterdurchschnittlich waren, aber laut den neuen Kriterien überdurchschnittlich performten. Billy Bean erntete anfangs relativ viel Kritik für seinen Ansatz, aber konnte im Endeffekt ein ziemlich erfolgreiches Team zusammenstellen. Das Ganze ändert aber nichts daran, dass in der folgenden Szene trotzdem irgendwas nicht passt. Es geht eher um Taktik im Film. Sitzen an der Kaderplanung und führen viele verschiedene Telefonate. Call you back. Mal gucken, und ist euch was aufgefallen? Nee. Wir zeigen euch nochmal eine andere Szene, bevor wir euch diese Szene wieder zeigen. If they're still interested. Call me back. Und jetzt nochmal die erste. Call nee, keine Ahnung, ich sehe da nichts. Also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber legt man nicht auf, nachdem man ach sagt, so. Ich rufe dich zurück? Ach so, ach das war davor. Timeline nicht. Vor allem hat er auch gezeigt, dass er weiß, wie man es richtig macht. Das war ein kurzer Einblick in deine Parallelwelt. Ich meine, was hat der Typ am Ende des Gesprächs gedacht? Ja Mann, Gespräche mit dir sind echt nein. Hallo? Generell finde ich das immer super merkwürdig in so amerikanischen Filmen und Serien, dass sie sich verabschieden und dann direkt auflegen. Also das habe ich nie verstanden, ne? Weil normalerweise, wenn man telefoniert, dann verabschiedet man sich doch und dann legen beide auf. Also so kenne ich das. Aber immer, ich schwöre immer, ob das amerikanische Cartoons sind, ob das amerikanische Serien sind, ob das amerikanische Filme sind oder in Sitcoms, ja auch in Sitcoms. Also die sagen was und sagen, okay, und legen einfach auf, ohne sich wirklich zu ist das in den USA wirklich so? Wenn ja, dann finde ich das des Todes weird. Ja, stimmt, in Ali Terz habe ich mal so einen Joke gebracht. Aber es ist doch einfach so. Warum sollte man sich nicht verabschieden, wenn man auflegt? Also ist es doch irgendwie voll unhöflich, oder nicht? Ja, in Amerika ist es wirklich so. Ciao und dann I'm out. Okay. In Falling Down aus dem Jahre 1993 könnte es für William Foster, gespielt von Michael Douglas, eigentlich nicht schlechter laufen. Er hat seinen Job verloren, eine Scheidung hinter sich. Okay, das sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viele Background-Infos. Also ich will eigentlich nur die Filmfehler sehen. Entspannter. Also tut William Foster... Was geht ab, Kuromoku? Danke für die 2 Euro. Das, was jeder von uns tun würde. Er zerschießt die Telefonzelle mit seiner Maschinenpistole. Bro, da wollte ich gerade telefonieren. Was man aber bei der ganzen Aufregung vergessen kann, ist den Hintergrund. Wir spielen jetzt nochmal den Clip ab, wo er die Telefonzelle zerschießt und ihr achtet darauf, ob euch irgendwas im Hintergrund auffällt. Okay. Ich glaube, der umgefallene Fahrradfahrer war auf einmal weg, oder? Zusätzlich zu diesem gigantischen roten Po, oder was auch immer das sein soll, ist der Boy auf dem Fahrrad ziemlich merkwürdig, oder? Fällt er vom Fahrrad nur, um dann wieder aufs Fahrrad zu steigen und dann wieder vom Fahrrad zu fallen? Ja. Oder was ist das für ein kurioser Move? Er ist zweimal hingefallen. Bro, das ist kein Spiel! Seh zu, dass du Land gewinnst! Nee, ernsthaft, sonst... Ja, okay, interessant. Was ist Nummer 1? In der 12. kommt etwas. Position von Jacks Cap von rückwärts auf vorwärts und dann wieder auf ach, rückwärts lol. Twisted. Das lol. Ist ein Biker-Code, oder? Vielleicht okay, ist das ist wirklich ein dummer Fehler. Der eine oder andere Biker unter den Zuschauern, vielleicht kannst du es mir verraten. Aber die hatten wahrscheinlich keinen Bock, das nochmal zu filmen. Die Frage ist natürlich auch, was er damit aussagen möchte. Und vor allem, wie... Ja, also es gibt keine Aussage, das war einfach ein Fehler. Okay, interessantes Video auf jeden Fall. Ich muss ehrlich gestehen, die Background-Infos haben mich jetzt nicht so interessiert, aber die Filmfehler waren interessant. Ja,